Ja, wir machen weiter mit der Vorlesung. Wir haben das letzte Mal angefangen und haben gesehen, was sind die unterschiedlichen Amputationen und wie das, der Behandlungsprozess bzw. die Probleme, die im Laufe einer Amputation hier erfolgen, passieren. Und wir haben auch angefangen, uns Gedanken bzw. die ersten Typen von Handprothesen anzuschauen, haben unterschieden zwischen kosmetischen Handprothesen, körpergetriebenen Handprothesen, haben auch dort die Taxonomie für die Hook-Prothese kennengelernt und einige kommerziell verfügbaren Handprothesen kennengelernt. Wir haben uns auch mit der Frage der Schnittstelle zum menschlichen Körper beschäftigt, die unterschiedlichen Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir die Targeted Muscle Renovation angerissen. Und heute wollen wir mit dem Stoff weitermachen und werden uns auf Handprothesen in der Forschung konzentrieren und auf die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Steuerung des Greifens mit Handprothesen und vor allem basierend auf EMG-Daten, also das heißt EMG Grasp Control, und werden wir sehen, wie man solche Greifstrategien basierend auf Biosignale, also die Muskelaktivitäten in dem Fall, also die EMG-Signale, wie kann man das erweitern in Richtung einer semi-autonomen Steuerung, die den Benutzer entlastet und vieles abnimmt, um eine intuitive und mühelose Steuerung einer Handprothese zu ermöglichen. Anschließend werden wir mit den Beinprothesen anfangen, wenn die Zeit heute reicht. Also natürlich die Typen von den unterschiedlichen Beinprothesen bis hin zu aktuellen Themen wie die Herstellung von Sockets bzw. Prothesen der unteren Extremität mit Hilfe von 3D-Drucktechnologie. So, es gibt, wie ich das letzte Mal erwähnt habe, bereits kommerziell verfügbare Handprothesen und die meisten im Ansatz sind myoelektrische Handprothesen. Das heißt, die werden mit Hilfe von EMG-Signalen angesteuert. Und die großen Nachteile, die man nach wie vor heute hat, trotz der Entwicklung, der Fortschritte, was mechatronische Entwicklung, aber auch Rehabilitationstechniken, orthopädische Techniken, also alle diese Fortschritte auf diesen Gebieten, bleiben diese Prothesen noch sehr teuer. Klar, natürlich die Nutzerinnen und Nutzer, die kaufen das nicht selber, sondern die kriegen das auf Rezept und die Versorgungshäuser, die müssen natürlich diese Prothesen nicht die Prothesen anpassen, sondern alles vorbereiten, damit man eine Prothese angebracht werden kann. Problematisch ist nach wie vor natürlich die Robustheit von diesen Prothesen, unabhängig jetzt von der Funktionalität, aber wirklich die mechanische Robustheit, weil da geht immer wieder was kaputt und man kann sich vorstellen, dass das Reparieren von einer solchen Handprothese keine einfache Sache ist. Es ist nicht so, dass man wie einem Gerät zu Hause die Prothese aufmacht und versucht, den Fehler zu finden, sondern man muss die Prothese tatsächlich zurückschicken. Dann wird sie repariert. Manchmal kriegt man eine Ersatzprothese für die Zeit und so weiter und so fort. Aber unabhängig von Kosten und von diesen Schwierigkeiten in der Wartung bzw. beim Reparieren von Handprothesen sind noch funktionale Eigenschaften eine Herausforderung bzw. sind noch nicht so zufriedenstellend für viele Nutzerinnen und Nutzer. Wir haben das letzte Mal auch gesehen oder gesagt, dass viele der Nutzerinnen und Nutzer die Hook-Prothese benutzen, bevorzugen, weil sie sehr robust ist, weil man damit auch vieles machen kann, wie wir aus der Taxonomie gesehen haben. Aber
Die myoelektrischen Hände, die sind noch ziemlich schwer, beziehungsweise werden sie als schwer vom Gewicht her von vielen Anwendern betrachtet. Also über 79% der Anwender betrachten die eigene Handprothese als zu schwer und wünschen sich natürlich mehr Kraft bei der Ausführung von Greifaktionen auf schwerere Objekte. Das heißt, somit ist die Funktionalität auch von diesen Prothesen noch nicht dort, wo man sich das wünschen kann oder wo die Anwendenden das sich wünschen können. Deshalb, wie ich bereits erwähnt habe, werden die körpergetragenen oder körperangetriebenen Handprothesen beziehungsweise sogar auch die kosmetischen Handprothesen oft bevorzugt. Und wir wollen gucken, was passiert zurzeit oder was macht man zurzeit in der Forschung, um diese Nachteile hier zu eliminieren, zu beseitigen, um die ultimative Handprothese im Sinne von Robustheit, im Sinne von Akzeptanz. Und diese Akzeptanz, die kommt natürlich dadurch zustande, wenn man dort mehr Funktionalitäten hat, vielseitige Funktionalitäten hat und wenn das Gewicht und das Anbringen oder Integration mit dem menschlichen Körper, sowohl die mechanische als auch die steuerungstechnische, intuitiv und einfach ist. Und hier habe ich ein paar, will ich das Ganze anhand von ein paar Beispielen, also woran arbeitet man in der Forschung hier? Und was sind die Herausforderungen, beziehungsweise was sind die grundlegenden Forschungsfragestellungen neben der mechatronischen Entwicklung der Hand? Und ich habe hier ein paar Beispiele aus Prothesenhänden aus der Forschung ausgewählt. Einmal die Prothesenhände aus Yale, Universität Yale, wo diese Taxonomie auch, die wir da kennengelernt haben, kommt. Dann eine bekannte Hand von der Vanderbilt University dann unsere KIT-Prosthetic-Hand, aber auch die Karlsruher Fluid-Prosthetic-Hand, die wirklich die Grundlage für die Roboterhände in unseren AMA 1, AMA 2 und AMA 3 Roboter als Grundlage diente, beziehungsweise basierend darauf haben wir diese Roboterhände entwickelt. Und dann zwei weitere Hände aus Sant'Anna in Italien, in Pisa, einmal die Smart Hand und einmal die Scuola Superiore Sant'Anna Hand. Und wir fangen an mit der Yale-Hand. Und die Yale-Hand, wie man hier sieht, das ist entwickelt an dem Yale Lab. Und das Ziel von dieser Hand ist natürlich, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Griffen für einen Nutzer zu ermöglichen. Unter Berücksichtigung von weiteren Randbedingungen, also natürlich keine Steigerung vom Gewicht, das heißt nicht so viele Motoren reinbringen oder integrieren. Und das macht man oder das kann man nur erreichen, indem man Konzepte der Unteraktivierung einsetzt. Also das heißt, wo man mehrere Gelenke oder mehrere Freiheitsgrade mit Hilfe von einem oder von viel wenigeren Aktuatoren, sprich Motoren, ansteuern kann. Die Yale-Hand, die kann vier unterschiedliche Griffe ausführen. Einmal der literale Griff, Präzisionsgriff, Präzisions-Power-Griff, also so etwas zwischen den zwei, und einmal ein Kraftgriff mit einem einzigen Motor und mit einer sogenannten adaptiven, mit einem adaptiven Mechanismus. Adaptiven unteraktivierter Mechanismus. Und da sieht man hier die Hand dargestellt, beziehungsweise also die echte Hand hier, beziehungsweise schematisch hier. Und ein einziger Aktuator, der von einem einzigen EMG-Signal angesteuert werden kann. Also nur, man kann sich vorstellen, nur ein einziges
Signal der Muskelaktivitäten wird abgegriffen und damit steuert man diesen einzigen Motor, aber realisiert dadurch vier unterschiedliche Griffe. Und um das machen zu können, braucht man natürlich so ein bisschen Intelligenz, und zwar eine mechanische Intelligenz. Also wie kann man intelligente Mechanik entwickeln? Da sieht man hier einen einzigen Motor und da sieht man hier so eine, ich nenne das immer so eine Wippenstruktur, ähnlich zu dem, was wir hier haben in Karlsruhe und was wir gleich kennenlernen werden. Und das sind die Finger und das ist hier der Daumen. Und man sieht hier, der Daumen hat nach wie vor immer eine besondere Stellung, weil mit einem einzigen Motor, wenn ich jetzt alles gleichzeitig steuere, dann kann ich ja nicht beeinflussen, wie tatsächlich die, der Typ von dem Griff. Ich kann nicht zwischen unterschiedlichen Grifftypen selektieren. Ich kann nur auf und zu, und auf Glück habe ich mal einen Präzisionsgriff oder einen Kraftgriff oder einen lateralen Griff. Und die Idee ist hier, die Idee des Unteraktivierungsmechanismus ist, dass man sozusagen die Hälfte von diesem Actospace, also die Hälfte von dem Bereich, wo man den Motor oder den Aktuator ansteuert, zum Beispiel die positive Rotation ausgehend von einer Nullstellung, verwendet man tatsächlich, um die Hand auf und zu machen. Und die andere Hälfte, also zum Beispiel, wo der Motor negativ dreht, das ist die negative Rotation ausgehend von der Home Position, von der Null, um den Daumen in die richtige Position zu bringen. Also man könnte sich natürlich vorstellen, naja gut, sowas kann ich realisieren, indem ich zwei Motoren habe. Ein Motor vor auf und zu und ein Motor, um den Daumen in die richtige Position zu bringen. Aber der Knackpunkt an diesem Mechanismus ist, dass es mit dem gleichen Motor beides geht. Ja? Also die eine Hälfte, die Drehung zum Beispiel in positiver Richtung von dem Motor oder im Uhrzeigersinn, wird dazu verwendet, um die Hand auf und zu machen, während die Drehung in die andere Richtung wird dazu verwendet, um den Daumen so zu positionieren, dass man einen Präzisionsgriff, einen Kraftgriff oder einen lateralen Griff ausführt. Und was heißt das eigentlich? Man braucht irgendeinen Mechanismus, was sowas erlaubt, dass man sowas mit dem gleichen Motor machen kann. Und diesen Mechanismus sieht man hier. Ja? Also man sieht hier, das sind die unterschiedlichen Finger, das ist so Routing von Kabel, das ist hier der Motor und hier angedeutet nochmal die zwei unterschiedlichen Drehrichtungen von dem Motor und wir werden das Schritt für Schritt mal angucken, wie tatsächlich man sowas realisieren kann. Also das einmal die Drehung in eine Richtung zum Schließen und Öffnen der Hand führt und die Drehung in die andere Richtung, um den Daumen zu positionieren. Und deshalb gucken wir mal diese unterschiedlichen Bilder, diese Abbildungen hier. Wir haben jetzt hier, wenn wir in der Nullposition sind, dann sind beide Kabel hier oder Sehnen gespannt. Ja? Und wir verfolgen hier diese zwei Ausgänge, Output 1 und Output 2. Ja? Also Output 1, wie man sieht hier, die Adduktion von dem Daumen und hier die Flexion von dem Daumen. Aber die Flexion und Extension von dem Daumen, die ist ja gekoppelt mit der Flexion oder Extension von den anderen Fingern. Deshalb sind das die zwei wichtigen Ausgangsgrößen für uns. Und wenn der Motor jetzt sich bewegt im Uhrzeigersinn, also wenn der Motor sich so dreht im Uhrzeigersinn, dargestellt hier, dann sieht man, also hier haben wir praktisch so einen Haken, der klemmt sich hier. Das ist so eine Platte mit Zähnen. Ja, das sind hier diese Sehne und am Anfang sind wir so, alles beide Sehnen sind hier gespannt und praktisch dieses Anker ist am Ende und da kann ja eigentlich nichts passieren. Jetzt dreht sich der Motor im Uhrzeigersinn, das heißt, das Ganze wird sich hier verschieben. Es gibt auch ein paar Feder hier, damit natürlich Schock und
Impact Kräfte bei Kontakt mit der Umgebung so reduziert werden, damit die Mechanik nicht beeinträchtigt wird. Aber wenn wir hier ziehen, dann wandert dieser Kopf hier auf dieser Sägeplatte, sag ich mal so, nach hinten. Und was passiert hier? Das heißt eigentlich, diese Sehne hier oder dieses Kabel hier, der ist nicht mehr gespannt wie vorher, sondern der ist lose, der fliegt so rum. Wenn der Motor jetzt im nächsten Schritt in die Gegenrichtung dreht, ja, also wir sind hier angekommen, das dreht sich in die Gegenrichtung. Das Ganze wird hier festgehalten durch diesen Kopf an diesem Zahn hier. Das heißt, der wird das hier gespannt, ja, das wird hier gespannt, also die Flexion jetzt hier von dem Daumen, und der andere Teil von dem Kabel hier, der wird nicht mehr gespannt oder los. Und auf diese Art und Weise kann man also dafür sorgen, dass man einmal die Positionierung von dem Daumen realisiert, indem man so ein bisschen in die Richtung dreht und dann die richtige Position hier, also wenn wir jetzt vier unterschiedliche Griffe haben, dann sind das vier unterschiedliche Positionen von diesem Kopf über diese Zähneplatte, ja. Und mit der Drehung in der anderen Richtung werden wir dann diese Flexion, Extension vom Daumen und Finger realisieren. Das heißt, bei C, wie ich das erwähnt habe, da werden wir dann die Output 2, und Output 2, wie man sieht, ist verbunden auch mit dem Output, also Flexion von dem Daumen ist verbunden auch mit der Flexion von den gekoppelt mit der Flexion der anderen Finger. Und die Frage, die sich hier ergibt, wie können wir dann die Position resetten? Also wie können wir zum Beispiel eine andere Position von Abduktion, Adduktionsposition von dem Daumen, da wird praktisch dieser Kopf hier nach oben gezogen, wie man hier sieht, wird nach oben gezogen. Das ist so eine bistabile Mechanismus, sag ich mal so. Und wenn das nach oben geschoben wird und der Motor hier in die richtige Richtung gedreht wird, dann kann man natürlich das hier einstellen, zum Beispiel in die anfängliche Position, wo der Daumen offen ist. Ja? Genau, also das heißt auch nach oben, und wenn die Position eingestellt wird, dann rastet das Ding so rein und kommen wir wieder hier zur Position A und können wir das Ganze weitermachen. Das heißt, die vier unterschiedlichen Grifftypen, die werden erreicht durch eine Vorpositionierung vom Daumen in die gewünschte Abduktion, Adduktionsposition, und dann tatsächlich die Ausführung von dem Griff normal, wo man einen Motor, der dann fünf Gelenke, also Daumen und die vier Finger ansteuert. Da sieht man hier das Ganze nochmal schematisch dargestellt. Also wir haben eine Position 1, Position 2, Position 3, Position 4 für den Daumen. Das können wir über diese Zahnplatte, sag ich mal, oder Zähneplatte realisieren. Und je nachdem, in welcher Position wir sind, also in der Position 4 haben wir den Kraftgriff, hier in der Position 1 haben wir den lateralen Griff, wo der Daumen so parallel zur Hand ist. Das sieht man auch hier dargestellt, das ist der laterale Griff. In der Position 2 haben wir so den Präzisionsgriff, wo der Daumen so ein bisschen schräg und dann mit Index und Mittelfinger ein Präzisionsgriff, so schräg, dass er mit Index und Mittelfinger einen Präzisionsgriff ausführen kann. Und dann noch ein bisschen mehr schräg, ja, damit man sowohl Präzision als auch Kraftgriffe oder gegenüber von den anderen Fingern, damit man einen Kraftgriff hier ausführt. Und da sieht man hier, wenn man das hier macht, also man ist zum Beispiel bei Powergriff und man will jetzt einen lateralen Griff, da kommt dieses Reset, ja, also dass der Daumen resettet wird in die ursprüngliche Position, und das benötigt 1,2 Sekunden, während Übergänge für die Pre-Positionierung vom Daumen von der einen Position in die andere Position in unter einer Sekunde hier erfolgen können.
Und da sieht man hier die unterschiedlichen Griffe, die dadurch realisiert werden können. Also lateral, man sieht hier das Objekt hier zwischen Daumen und Indexfinger, beziehungsweise hier Präzisionsgriff, also von der Seite, aber hier frontal, hier etwas zwischen Power beziehungsweise Kraft beziehungsweise Präzisionsgriff und hier ein Kraftgriff, wo der Daumen in der Oppositionsposition zu den anderen Finger ist. Und was hier dargestellt ist, einmal die Motorposition, also wie der Motor gedreht, das ist diese gestrichelte Linie. Dann, wo die jetzige Position vom Daumen, also bei 0, dann sehen wir hier bei einem anderen Wert, interessiert uns, aber insgesamt gibt es vier unterschiedliche Werte hier für den Daumen. Und diese vier unterschiedlichen Werte, die erlauben oder ermöglichen die Realisierung hier von den vier unterschiedlichen Griffen. Und dargestellt hier die Handposition insgesamt, also wie weit ist die Flexion der einzelnen Finger, der fünf Finger, getragen hier über die Zeit. So, ganz interessant und sehr. Wie man sieht, kann man damit auch ja, vier unterschiedliche Grifftypen, die wichtig sind und die zentral sind, für viele alltägliche Aktivitäten realisieren. Die andere Hand, die kommt von der Vanderbilt University und dort haben die Forscher eine lange Tradition an der Forschung oder an der Entwicklung von Prothesenhände. Das ist im Gegensatz zu der Yale-Hand keine unteraktivierte Hand. Ja, die Hand kann sechs unterschiedliche Grifftypen, also der Tippgriff, lateral, tripod, zylindrisch, sphärisch und Hook. Und die Kraft, die man damit realisieren kann, da sieht man die Hand hier dargestellt, die ist ähnlich zu der Kraft, die ein Mensch so mit der Hand realisieren kann. Die ist ungefähr 400 Gramm schwer, mechanisch extrem robust und hat eine hohe Resistenz zu Impact-Kräften, die auftreten aufgrund von dem Aufbau und aufgrund von der Integration von vielen elastischen Elementen wie Feder in den einzelnen Finger. Und prinzipiell, also wie ich bereits erwähnt habe, die Hand kann sechs unterschiedliche Grifftypen. Die hat auch fünf Motoren. Da werden wir gleich sehen, wie die Finger dann aktiviert sind. Also zwei Motoren von den Daumen für den Daumen und zwei Motoren für Index und Zeigefinger, Index und Mittelfinger. Und dann ein Motor für Ring und Kleinfinger, wo die Bewegung gekoppelt sind. Aber wie ich bereits erwähnt habe, die Hand hat eine ganze Menge von Federn, die praktisch so Impact-Kräfte reduzieren bei Kontakt mit der Umgebung. Es hat zwei Kabel oder zwei Sehnen für Flexion und Extension pro Finger. Ja, da sieht man hier schematisch hier so ein Finger. Das Ganze ist 3D gedrückt mit zwei hier Kabeln, der eine oben und der andere unten und einmal hier mit diesen Flexionsfeder, die praktisch die Finger in die Grundstellung wiederbringen, wenn sie nicht angetrieben oder angezogen oder angesteuert werden durch den zugehörigen Motor. Und dann eine ganze Menge von seriell elastischen Federn in den Fingerspitzen. Ja, in den Fingerspitzen, die so als Dämpfer, ja, als Dämpfer tatsächlich wirken, um diese Stöße beziehungsweise lateralen Schocks absorbieren zu können. Und zwar nicht nur hier, sondern auch in den Grundgelenken der einzelnen Finger. Wie ich bereits erwähnt habe, die Hand verwendet fünf Motoren. Die sind Eigenentwicklung der Entwickler dort oder der Forscher dort. Und die haben ein Getriebe, Harmonic Drive.
Und die Motoren, die sind nicht backdrivable. Das heißt eigentlich, der Motor, wenn er in einer bestimmten Position ist, benötigt kein Strom mehr, beziehungsweise die Hand oder der Motor wird nicht mehr benötigt, um diese statische Position oder eine statische Kraft mal zu halten. Und die Motoren, die können zu kurzen Zeiten auch mit höheren Strömen belastet werden, um zum Beispiel Spitzenmomente oder Spitzenkräfte einbringen zu können. So, wie diese Motoren hier angeordnet sind, wie ich bereits erwähnt habe, zwei Motoren für Deflexion, Extension und Abduktion, Adduktion vom Daumen, ein Motor für Index- und Mittelfinger jeweils und dann ein Motor für die gekoppelten Ring- und Mittelfinger. Und da sieht man hier ein paar Beispiele, was die Hand hier ausführen kann, und die ganzen Feder, die da angebracht sind, um diese Schocks, das sind ja nicht nur Schocks, das sind ja unmenschliches Verhalten eigentlich der Hand gegenüber. Und man sieht hier, dass die Gelenke bzw. die einzelnen Finger unabhängig voneinander angesteuert werden können, und zwar auf eine sehr gute Art und Weise. Auch hier die Handhabung bzw. das Manipulieren von Alltagsobjekten wie dieser Akkuschrauber. So, genau. Wie ich mehrmals vielleicht erwähnt habe, oder hier ist an vielen Stellen aufgetaucht, wir arbeiten auch an dem Thema, wir entwickeln Roboterhandy. Das Ganze hat so 2000 angefangen mit Naoki Fukaya, der hier in Karlsruhe mit mir an einer fünffingerigen Hand hier sehr unteraktiviert mit einem einzigen Motor damals für den AMA 1 Roboter. Und da sieht man eigentlich einen ersten Prototyp aus Holz und Plastik, wie man sieht. Aber was ganz zentral ist, ist dieser Mechanismus hier. Das ist der TUAT Karlsruhe Handmechanismus, also Tokyo University of Agriculture and Technology, TUAT, und dann Karlsruhe. Und man sieht hier den einen Motor. Das ist ein J, wo wir eine Kraft ausüben können. Und dann haben wir so diese Wippen. Die eine hier, man sieht, wenn man hier die Kraft hat und diese Wippe hier, dann teilt sich die Kraft hier auf diese und auf diese Wippe, und die ist für den Daumen verantwortlich und die ist für die anderen Finger verantwortlich. Und wenn man das Ganze nochmal hier aufteilt, dann hat man natürlich die Kräfte, die auf die einzelnen vier Finger einwirken, und dann natürlich hier die Kraft, die auf den Daumen einwirkt. Und von der Konstruktionsseite ist das Ganze ist realisiert, die Hand ist kabelfrei. Ja, also das sind wirklich mechanische Elemente, die so miteinander verbunden sind, dass sie dieses Verhalten realisieren. Das ist ja ein Meisterwerk eigentlich, das so wie diese Uhrenkunstmacher, wo man mechanische Elemente hat, die sehr genau funktionieren und die nach einem bestimmten Prinzip zusammenarbeiten, um etwas zu realisieren hier, um Objekte zu greifen, und zwar so zu greifen, dass die Finger sich um das Objekt drumherum schließen, ohne die Verbindung von irgendwelchen Kabel. Und man sieht hier, wenn das das Objekt ist und das ist ein Segment der Hand, und es tritt hier ein Kontakt auf, dass dieses Segment aufhört, sich zu bewegen. Das nächste Segment fängt mit der Bewegung an, bis Kontakt hier auftritt, und anschließend das dritte Segment. Ja. Und auf diese Art und Weise lassen sich eine ganze Menge von Griffen, also das Ganze inspiriert von der Keller Greiftaxonomie oder vor Alltagsaufgaben, beziehungsweise auch von der Katkowski-Taxonomie, wo man jetzt unterschiedliche Greifkategorien hier definiert hat. Das ist eine neue Version der Hand. Natürlich ist es nicht so leicht, wenn man jetzt hier keine Kabel und keine Feder hat in der ursprünglichen Version. Wenn die Hand zugeht, dann kann sie ja nicht wieder aufgehen.
Und deshalb, insbesondere Naoki Fukaya hat hier daran gearbeitet, wie man diese Probleme hier löst. 2013 haben wir hier nochmal diese zweite Version oder neue Version, 2013-Version der Hand, wo wir einen großen, relativ großen Motor und sechs weitere kleinere Servomotoren haben, um tatsächlich die Hand wieder in die richtige Position zurückzustellen. Aber das sind Mini-Motoren. Und man sieht hier einige der Griffe, die man damit halten. Und das will ich euch nicht verheimlichen. Das ist hier so, was Naoki mit der Hand machen kann. Das sind ja hier eine ganze Menge von alltäglichen Aktivitäten. Ich lasse den Ton weg. Also zum Beispiel Tür aufmachen, wie man hier sieht. Ja, eine Gabel beziehungsweise ein Löffel bedienen, das macht er selber. Also er testet selber die Hand. Also er hat eine Hand, aber er hat die Hand getragen und praktisch diese Aktionen getriggert. Natürlich die Steuerung ist sehr einfach, wenn man hier nur einen aktiven Motor hat. Und da sieht man hier, dass man mit der Hand ganz feinfühlige beziehungsweise sehr filigrane Aktivitäten hier durchführen kann im Alltag, aber auch so im Hobbybereich, also dass man mit der Hand sogar auch ein Fahrrad fahren kann, beziehungsweise sehr präzise Aufgaben hier wie das Zeichnen mit Lineal und also technische Zeichnungen eigentlich, wo die Hand hier einen Stift festhält und dann diese unterschiedlichen Aktionen ausführt. Genau, und viel mehr. Also ich will jetzt nicht das komplette Video anzeigen, aber auch hier im Sportbereich, wie man die Hand hier verwendet, oder die Manipulation oder das Greifen von sehr kleinen und zerbrechlichen Objekten und so weiter und so fort. Dieser Mechanismus naja, hat mich immer inspiriert eigentlich. Und wir haben jetzt vor ein paar Jahren angefangen, nicht nur Roboterhandy, sondern Handprothesen hier zu entwickeln. Und da sieht man hier die erste Version der Karlsruher Handprothese, die wir hier entwickelt haben im Rahmen von einem Innovationscluster der Bundesregierung. Es geht um personalisierte Handprothesen, also Handprothesen, die man in unterschiedlichen Größen auf der einen Seite herstellen kann, wo man die Mechanik und die Elektronik hoch und runter skalieren kann und auf der anderen Seite Handprothesen, die semi-autonome Greiffähigkeiten haben, also die eine gewisse Intelligenz haben, sodass sie beispielsweise automatisch selektieren, welche Griffe für ein Objekt geeignet sind und diese Griffe vorschlagen für den Benutzer, sodass der Benutzer nur bestätigen oder ablehnen, also nur zu bestätigen oder ablehnen braucht, ob dieser Griff, was von der Handprothese vorgeschlagen wurde, jetzt der Griff, der der Benutzer haben will oder ob der Griff überhaupt passt zu dem Objekt oder zu der aktuellen Situation. Und diese Handprothese basiert, inspiriert ist es natürlich bei dieser Tuat-Karlsruhe-Handmechanismus. Das ist natürlich ein Mechanismus der Unteraktivierung. Wir haben nur einen Motor und wir haben 21 Gelenke. In der Hand sind hier nur 11 Gelenke realisiert und man sieht hier, die Hand, die hat ein Display hier, der hat eine Kamera, wie wir gleich auch sehen werden. Diese Kamera nimmt visuelle Informationen über die Objekte und detektiert die Objekte und klassifiziert sie, weiß also, dass das ein Salz ist, das eine Banane oder das eine Colaflasche. Und natürlich anhand von dieser Objektinformation, vielleicht auch von den dynamischen Objekt, also anhand von dieser Objektinformation kann die Hand einen Griff
auswählen und kann sogar diese Griffe parametrisieren. Also zum Beispiel, wenn die Hand weiß, dieses Objekt Körperfläche ist schwer und dazu brauche ich mehr Kräfte, dann kann man natürlich bei diesem Power-Kraftgriff hier stärkere Kräfte, also Ströme praktisch der Motoren hier vorgeben, um das Objekt sicher hochzuheben. Während bei einem leichteren Objekt, wie zum Beispiel dieser Salz, braucht man vielleicht nicht die gesamte Kraft. Da wählt man oder dimensioniert man die Kräfte oder die Momente des Motors entsprechend. Vorausgesetzt natürlich, dass diese dynamischen Eigenschaften von den Objekten bekannt sind. Und klar, man kann ja das als Teil von der Objektrepräsentation in einer Datenbank hier ablegen. Die Hand hat zwei Motoren, wie wir hier sehen, und die komplette Elektronik, die ist hier integriert. Und wir haben gerade in den Videos gesehen, was die Hand so machen kann. Also diese Objekte greifen, basierend auf dieser visuellen Information. Natürlich noch nicht so optimal, gerade die Daumenposition hier, die ist immer schwierig natürlich, wenn es darum geht, kleine Objekte zu greifen. Aber die Hand hat hier zwei Motoren, ein Motor für den Daumen, also der Daumen hier hat einen Motor und die anderen vier Finger haben einen weiteren Motor. Wie ich bereits erwähnt habe, es geht um personalisierte Handy, das heißt, dass man die Möglichkeit hat, mit der die Hand hoch runter zu skalieren, zum Beispiel als weibliche Hand, als männliche Hand, vielleicht auch später als Kinderhand, Kinderprothesenhand. Und die meisten Teile, also die mechanischen Teile, die sind hier 3D gedruckt bzw. mit Laser-Sinter-Methoden entwickelt worden. Und insgesamt hat die Hand 10 Gelenke hier und zwei Motoren, wie ich bereits erwähnt habe, eins für den Daumen und eins für die restlichen Finger. Das sind hier die Details, wenn wir uns jetzt an dem Modell der menschlichen Hand in der Master Motor Map mal gucken, erinnern. Das sind ein bisschen abgeleitete Werte aus diesem Standardmodell der menschlichen Hand, wo man hier die Längen der einzelnen Segmente für eine männliche bzw. für eine weibliche Hand hat. Ein bisschen mehr Details hier, was alles drin ist. Die zwei Motoren in unterschiedlicher Anordnung. Da sieht man hier einmal hier parallel zueinander und einmal hier orthogonal zueinander. Und natürlich hier von der Abtriebseite müssen diese Seile zu dem Daumen bzw. zu den Fingern geführt werden. Und das sind hier Routing-Mechanismen mit Riemenscheiben und da werden diese Kabel so in ein Tube geführt, damit man auch die Reibung bei der Bewegung von den Kabeln reduziert und somit auch der Energieverbrauch für den Motor reduziert. Das ist der Mechanismus, der sitzt hier unter dieser Elektronik, beziehungsweise das ist hier das Display. Und beziehungsweise in der anderen Version sitzt der Mechanismus oder sieht der Mechanismus auch ein bisschen anders aus, aber im Prinzip haben wir hier einen Seilen- oder Kabelgetriebener Mechanismus. Man sieht hier diese unterschiedlichen Rollen und die Seilen, die hier rausgehen, beziehungsweise auch hier. Und muss man sich vorstellen, das sind die einzelnen vier Finger der Hand mit den Seilen, die die einzelnen Finger ansteuern. Und das sind hier diese Riemenscheiben, die hoch und runter sich bewegen, je nach bei Flexion bzw. Extension der Hand. Und das werden wir gleich sehen anhand von der weiblichen Variante hier mit dieser Anordnung der Motoren. Das ist also der Mechanismus, das ist der Motor, ja, also der Motor hier, der zieht eigentlich diese Seile hier und diese Pulleys, also diese Riemenscheiben, die bewegen sich hier hoch und runter, also sie sind frei beweglich hoch und runter. Und auf diese Art und Weise werden dann die Zugkräfte
für die einzelnen Finger generiert. Und man kann natürlich so eine Art Modell von der Hand hier aufstellen. Wenn wir hier jetzt eine Zugkraft auf der unteren Seite haben durch den Motor, zum Beispiel FZ, ja, dann wissen wir eigentlich, dass das B hier, also diese Pulleys hier sich runter bewegen sollen. Klar, die Kraft hier FL, die am anderen Ende einwirkt, ist nichts anderes als zweimal FZ, also die Kraft an der Seite und an der Seite. Ja. Und wir wissen, dass die Distanz, die praktisch diese Pulleys hier zurücklegen, SL ist nichts anderes als die Hälfte von SZ, ja, also beziehungsweise SZ ist zweimal das hier. Und wenn man jetzt hier diese Zugkraft hier berechnen kann, und man kennt ja das Drehmoment hier von dem um diese Achse hier, also TR, dann sieht man hier, dass TR ist gleich FB, also die Kraft multipliziert mit dem Hebelarm. Hebelarm bei einem Durchmesser hier von diesen Scheiben von D ist D halbe. Und auf die andere Art und Weise kann man natürlich hier diese Zugkraft FB berechnen. Und man sieht hier, ich hatte es ja vorher erwähnt, also die Finger bewegen sich so lange, bis sie Kontakt oder Kollision mit einem Objekt haben. Und da sieht man hier auf die Weise, die Kollision kommt hier zustande durch das Halten von bestimmten Fingern. Die anderen Finger, die können sich frei auf diese Art und Weise bewegen und die Objekte hier umschließen. Vielleicht zu dem eingebetteten System der Hand. Das ist die erste Version von diesem eingebetteten System mit einem Mikrocontroller, mit zwei Flash-ROM und zwei Megabyte Flash-ROM und ein Megabyte RAM. Integriert alles in dieser Hand und erlaubt auch oder bietet auch Schnittstellen, diese Elektronik zu der Kamera und zu dem Display, was wir auf der Hand gesehen haben, und auch integriert ein IMU, mit der man zum Beispiel die Orientierung der Hand oder Beschleunigungen messen kann. Das ist ganz wichtig, da kann der Nutzer zum Beispiel durch so Winken etwas bestätigen oder ablehnen durch diese IMU-Information. Und die komplette Bildverarbeitung ist auch auf dieser, oder erfolgt mit Hilfe von diesem eingebetteten System. Größe und so weiter, das sind 3x5 cm groß, das ganze Board hier, was die komplette Ansteuerung und die Bildverarbeitung der Hand erledigt. Und zum Sensorsystem habe ich bereits erwähnt, wir haben eine Kamera hier und wir haben einen tiefen Time-of-Flight-Sensor hier, der misst Distanz zu Objekten, das ist auch ganz wichtig, da kann die Hand den Abstand zu einem Objekt messen und wenn dieser Abstand klein genug ist, dann automatisch den Schließvorgang der Hand triggern. Mit Hilfe von dem IMU, was auf diesem PCB von dem eingebetteten System integriert ist, kann man die Orientierung der Hand, sodass man für die Ausführung von einem Seitengriff beispielsweise immer die Hand in die Richtung oder in dieser Orientierung hält, unabhängig davon, wie der Nutzer seine Hand bewegt. Das heißt, die Hand kann automatisch, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Handprothese so eine Unterarmrotation ermöglicht, dann kann sie die Orientierung, die gewünschte Orientierung oder notwendige Orientierung für das Greifen festhalten, unabhängig von Bewegungen des Benutzers. Und auf der Rückseite gibt es ein Display, der bestimmte Informationen an den Benutzer zurückgibt, zum Beispiel, was für ein Griff gerade für das Objekt ausgewählt wurde, welches Objekt wurde gerade erkannt, Banane, Apfelsaft und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr hilfreich, damit der Benutzer bestimmte vorgeschlagene Aktionen der Hand, also Griffe der Hand, bestätigt bzw. ablehnt und neu generieren lässt.
Ja, auf die Details hier der IMUs beziehungsweise Distanzsensoren und RGB-Kamera will ich jetzt nicht mehr eingehen, beziehungsweise das habe ich ja mehr oder weniger erwähnt. IMU schätzen wir dann die POSI der Prothese und kann, wie ich bereits erwähnt habe, um auch bestimmte Gesten vom Benutzer zu erkennen, also was als Bestätigung, als Ja und Nein beispielsweise. Und Distanzsensor, wie ich bereits erwähnt habe, das ist ein Time-of-Flight-Kamera, schätzt den Abstand zum Objekt in der Bildebene und kann zum Beispiel den Griff triggern, wenn dieser Abstand günstig oder geeignet ist. Und ansonsten will ich hier nicht mehr dazu erwähnen, nicht mehr dazu erzählen. Wir werden gleich sehen. Im nächsten Abschnitt, wenn es um die semi-autonome Steuerung einer Handprothese geht, wie wir diese multimodale Information, also diese Bildinformation, Distanzinformation, IMU-Information, also Pose der Information über die Pose der Hand, wie wir das fusionieren können, damit wir den Nutzer bei der Ausführung von Griffen unterstützen unter Reduktion der kognitiven Belastung, ja, und aber mehr dazu später. So, die zweite Hand aus Karlsruhe ist tatsächlich eine Hand mit einer langen Historie, mit einer langen Geschichte über fast 30 Jahren oder vor fast 30 Jahren wurden die ersten Versionen der Karlsruher Fluid-Handy entwickelt. Am Campus Nord vom KIT, damals das Forschungszentrum Karlsruhe, FZK. Und die findet man auch in der Literatur unter dem Namen FZK-Hand, FZK-Fluid-Hand. Die ist vielleicht die leichteste Prothesenhand, die es jemals gab. Oder vielleicht wird es solche leichten auch geben in der Zukunft. Und die ist fluidisch, ja, also pneumatisch oder auch hydraulisch. Und diese Versionen, die wurden zunächst mal entwickelt als eine Prothesenhand. Und die nächsten Versionen oder basierend darauf haben wir tatsächlich die Hand für den AMA-3-Roboter, die hydraulisch ist, beziehungsweise auch für den AMA-4, also 3A, 3B und 3-4 und auch eine erste Version der Hand für den AMA-2. Integriert alles, alle Aktuatoren, hat 20 Freiheitsgrade, kann man sich vorstellen, dass das wie komplex ist, sowas zu realisieren und trotzdem unter 400 Gramm zu bleiben, also sehr leicht. Durch die Pneumatik hat man eine sehr hohe Dynamik, also unter 0,5 Sekunden zum Öffnen und Schließen der Hand und unglaublich große Kräfte, also von 10 bis 20 Newton. Und dadurch, dass die Hand soft ist, ja, adaptiert sich natürlich an die Form des zu greifenden Objekts. Ja. Und man sieht hier, das sind so fast zwei Plastikhüllen eigentlich und das sind so erst die Kammer und in diese Kammer geht Luft rein und die eine Seite ist weniger soft als die andere Seite und deshalb verbiegt sich das Ganze. Und basierend auf dieser ursprünglichen Idee wurden Fluidaktoren, das sind hier Fluidaktoren, die sich dehnen bzw. verbiegen, wenn Luft reinkommt oder ja. Also die werden kontrahiert, wenn Luft reinkommt und wenn man sie entsprechend anbringt, dann führen sie dazu, dass die Finger sich beugen, beziehungsweise wenn die Luft rausgeht, dass die Finger wieder aufgehen. Und dass das jetzt nicht nur ein Konzept war, was keiner kennt, also wenige kennen das leider, aber deshalb bringe ich das auch hier. Da sieht man hier zunächst mal die Idee,
Ich schalte mal die Musik hier aus. Sieht man hier die Idee? Ja, das war mal eine Sendung hier im RTL und das ist jetzt hier, wie praktisch diese Aktoren, die sich mit Luft befüllen, zu einer Kontraktion bzw. kontrahieren und dann zu dieser Flexion oder Extensionsbewegung führen. Und da sieht man hier die erste Version der Hand mit den unterschiedlichen Griffen bzw. Bewegungen, die realisiert werden können. Und erste Experimente hier mit echten Probanden. Ich glaube, die waren in Heidelberg hier, die Experimente am Klinikum oder in einem Rehabilitationszentrum. Das ist die Prothesenhand, die das Objekt hier festhält, wie man sehen. Und die andere Hand ist die gesunde Hand. Und die Reise ging weiter. Und hier sieht man die Ansteuerung der Hand mit Hilfe von EMG-Elektroden. Das ist der Trainingprozess, wo der Entwickler oder ein Person hier dem Patienten oder dem Nutzer erklärt, was zu machen ist und um bestimmte Griffe mit der Hand zu realisieren. Und da sieht man hier ein paar Aktionen, die der Benutzer mit der Hand machen kann. Also Präzisionsgriffe, um eine Batterie in einer Kamera mal reinzutun, unabhängige Steuerung der unterschiedlichen Finger und so weiter und so fort. Genau, die Hand als Teilkomponente von einer Prothese, weil zu einer Prothese gehört ja ein Socket, wie wir wissen. Und hier in dieser Version, Fluidhand Version 7.1, ja, gab es 11 Aktuatoren, 6 Freiheitsgrade und die Hand wog 550 Gramm. Die Ansteuerung mit Hilfe von elektrischen Signalen und 7 Volt Batterien und 5 Ampere als Energieversorgung. Ja, hochspannendes Thema wird heutzutage diese Realisierung von Fluidaktoren als Soft-Robotik vorangetrieben, ein Emerging Field in der Robotik, weil wenn es einem gelingt, diese weichen oder nachgiebigen Strukturen, sei es jetzt Prothesen, Orthesen oder Roboterarme zu entwickeln, dann hat man natürlich viel getan für die sichere Mensch-Roboter-Kooperation, weil oder Interaktion und Interaktion, weil natürlich diese weichen oder soft-robotischen Komponenten sind inhärent sicher. Die können eine Person nicht verletzen, auch wenn sie sich mit großer Geschwindigkeit sich bewegen und mit der Person kollidieren. Sie können auch Objekte nicht beeinträchtigen bzw. verletzen bei der Manipulation. Denke mal, man denke an zum Beispiel das Pflücken von Obst und Gemüse. Das ist natürlich ein großes Thema, wo man versucht, hier robotische Lösungen zu finden und wo man diese Feinfühligkeit braucht eigentlich, um Obst bzw. Gemüse beim Pflücken nicht zu verletzen. Denke man an Erdbeeren beispielsweise, wo man oder Mushrooms, also Champignons, wo man tatsächlich sich nicht erlauben kann, dass man mit irgendwelchen metallischen Roboterhänden hier an die Sache rangeht. Für die Leute, die hier Interesse haben, es gibt auch eine ganze Menge von Publikationen zu Karlsruher Fluidhand von Stefan Schulz und Professor Bretthauer, aber auch von Personen, die sich mit der Steuerung beschäftigt haben, wie Ralf Nikut und Markus Reichli und Christian Plüteik. Das sind hier ein paar Publikationen, die ich hier ausgewählt habe. Einmal eine hydraulische, multifunktionale Prothesenhand. Dann in der Robotik-Community ein New Ultralight Anthropomorphic Hand, wirklich ultralight, also damals die leichteste Hand, die man so kannte auf dem Gebiet. Aber auch sieht man hier
dass wir hier diese Hand auch vor die AMA-Roboter und das damals, also Version oder Modifikation davon. Und deshalb hier eine Publikation auf der Humanoids-Konferenz in 2008, wo wir auch hier für die Steuerung der Hand Beiträge geleistet haben. So, das war also aus Karlsruhe und jetzt, wir haben Vanderbilt und Yale, die Vanderbilt und Yale Handy. Eine Gruppe, die hier auf dem Gebiet sehr stark vertreten ist, was Entwicklung prothetischer Handy angeht, ist in Pisa. Und zwar, das ist auf der einen Seite die Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa, aber auf der anderen Seite auch die Universität Pisa mit der Softhand von Professor Antonio Bicchi. Ich habe hier für die Prothesen-Handy habe ich die zwei Handy aus der Scuola Superiore Sant'Anna gewählt. Einmal die Smart-Hand, die hat vier Aktuatoren und da sieht man hier, wie diese Motoren angeordnet werden. Wie diese Motoren angeordnet sind, beziehungsweise welche Funktion sie haben. Extension vom Daumen, Indexfinger, Mittel und gekoppelte Ring- und Kleinfinger. Und dann ein Motor tatsächlich für die Rotation vom Daumen. Ja? Also damit man den Daumen, wie bei der Yale-Hand, damit man den Daumen in die richtige Position bringt. Aber nicht nur vier Positionen wie bei der Yale-Hand, sondern kontinuierlich. Und man kann damit sehr zuverlässig vier unterschiedliche Greiftypen, den palmaren, lateralen, den Pinch und den nochmal Tri-Digit und B-Digit, also zweifingeriges Pitch und dreifingeriges Pitch ausführen. Und so sieht die Hand aus. Man sieht hier die Motoren, wie sie angebracht sind, in welchem Winkel der Daumen, wie der Daumen hier reingeklappt wird, damit man diese unterschiedlichen Griffe ausführt. Auf die Details will ich wirklich hier jetzt nicht mehr eingehen, weil ihr habt ja die Prinzipien mehr oder weniger verstanden. Es geht, ich hoffe, nicht nur mehr oder weniger, sondern ihr habt solltet die Prinzipien verstanden haben. Und es geht mir darum, euch noch ein Beispiel hier zu zeigen. Das Besondere ist natürlich das Sensorsystem, was in dieser Hand zu finden ist oder was diese Hand hat. Also Hohleffektsensoren, um die Position der einzelnen Gelenke zu messen. Dann den Messstreifen, um die Kräfte oder Momente zu messen. Und optische Drucksensoren für die taktile Wahrnehmung. Also das sind diese optischen Drucksensoren, die Sie im Daumen bzw. im Indexfinger, diese TAL2 und TAP2. Ja, und da sieht man hier die Signale, die man bekommt. Natürlich die Kräfte, die TEs, TE1, TE2, TE3 und TE5 hier sind dargestellt. Die sind hier auch auf dem Bild dargestellt. Das heißt, eine komplette Sensorisierung, die man tatsächlich oder ein ziemlich anspruchsvolles Sensorsystem, was man nutzt, um eine semi-autonome Steuerung der Hand einzusetzen. Und die Hand wird tatsächlich von vielen Forschungsgruppen momentan eingesetzt, um Steuerung oder myoelektrische Steuerung von Prothesenhänden zu erforschen. Eine neue Hand von der gleichen Institution, also auch Sant'Anna, und die heißt auch Sant'Anna, SSSA My Hand von 2017. Das ist eine Hand Dexterous, das heißt, die ist sehr geschickt in den Aufgaben und die ist sehr leicht. Und man sieht hier immer bei den Publikationen zu dem Thema, also mehr Geschicklichkeit und weniger Gewicht. Ja? Also Dexterous Lightweight Myoelectric Prosthetic Hand. Und man sieht hier, man hat die Prothese kann drei unterschiedliche Grifftypen und es kann Index Pointing, also dass man mit dem Indexfinger den Indexfinger alleine strecken kann.
um zum Beispiel Pointy, also Zeigegeste machen zu können oder zum Beispiel um die Tastatur zu bedienen. Genau, das sind ja man sieht hier, um einen Griff auszuführen, 370 Millisekunden, die Kräfte 10 bis 14 Newton, also im Vergleich zu der Fluidhand ist viel weniger, dort hatten wir 10 bis 20 Newton, Gewicht 480 und die Mittelring- und Indexfinger, die sind gekoppelt, ja, zusammen. Und es gibt keine Adaption an der Form von den Objekten. Zu dem Mechanismus, also wie das hier realisiert wird, das sind unterschiedliche Konzepte, die unterschiedliche Gruppen verfolgen. So sieht es aus hier bei dieser Santana Mai-Hand. Und so sieht tatsächlich die Hand in echt, ja, also die Hand wird als naja, hat einen höheren technologieredenes Level und wird in prothetischen Anwendungen eingesetzt. Und da sieht man hier, zentral ist natürlich die Bewegung vom Daumen. Ja, man sieht hier, dass der Daumen auch sich positionieren kann. Ja, und man sieht hier die unterschiedlichen Zahnräder, die diesen Mechanismus antreiben. Zahnräder deswegen, weil kabelgetriebene Handprothesen, die haben keine, also wir fahren gut damit als Forschungsprothese, aber muss sich vorstellen, solche Prothesen müssen Millionen Griffe mal ausführen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und Kabel, egal wie perfektioniert und ausgereift die sind, da besteht immer die Gefahr, dass sie natürlich irgendwann mal kaputt gehen. Und deshalb versuchen viele Gruppen hier natürlich davon wegzugehen. Sieht man hier mit diesen unterschiedlichen Zahnrädern. Und deshalb, das war die ursprüngliche Idee von der TUAD Karlsruhe Prothesenhand, dass man über mechanische Strukturen tatsächlich diese Beweglichkeit realisiert und nicht über eine Kabelführung. Gut, somit möchte ich diese Forschungsprothesen, also den Teil zu Handprothesen aus der Forschung abschließen und komme zu der Steuerung von diesen myoelektrischen Handprothesen. Und zwar zu den Steuerungsstrategien, die man so kennt. Und ich will mal auch zeigen, wie das schon war und wo ist man eigentlich heute? Also Steuerung von elektrischen Händen, das heißt, das sind Hände, die mit Elektromotoren angesteuert sind, myoelektrisch, das heißt, das sind EMG-Signale, die man vom Menschen abgreift, am Menschen, also Biosignale, die Muskelaktivitäten repräsentieren, vom menschlichen Körper abgreift, an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel an dem Unterarm oder mit TMR an einer anderen Stelle, also an einem anderen Muskel, wo man die Nerven dorthin umgeleitet hat und diese Kontraktion von diesen reinnervierte Muskeln dann nutzt, um die Handprothese zu steuern. Und das ist eine Technologie, die sehr etabliert ist und alle prothetischen Hände, myoelektrischen Prothetenhände basieren natürlich auf dieser myoelektrischen Steuerung. Und wir wissen, es gab ja viele Fortschritte, also kosmetische Merkmale, Reduktion vom Gewicht, Erhöhung von Lebensdauer der Batterie, Integration von mechatronischen Komponenten, bequeme Anbindung an den menschlichen Körper. Da hat sich unglaublich viel getan seit 1940 bis heute. Aber die fundamentalen Kontrollstrategien, da hat sich leider noch nicht so viel verändert und da ist man immer noch auf der Suche nach einer intuitiven und effortless Steuerung, ja, also ohne Mühe die Hand zu steuern, ist man noch auf der Suche nach einem Durchbruch auf dem Gebiet, ja. Und das bedeutet natürlich, wenn man Prothesen hat, die eine große Anzahl
von aktiven Freiheitsgraden hat, also wo man dann unterschiedliche Griffe, also eine große Anzahl, vielseitige Anzahl von Griffen realisieren will. Da will man natürlich nicht jetzt den Benutzer damit bombardieren oder erschlagen eigentlich mit der Komplexität der Störung. Also du musst das machen und dann das und dann das und dann das und dann hast du diesen Griff. Deshalb ist man auf der Suche natürlich nach intuitiven und mühelosen Steuerungsstrategien. Und die ersten Handprothesen, die myoelektrisch angesteuert werden, verwenden EMG-Signale von entweder einer oder zwei Muskelgruppen, um zu bestimmen zu einem On-Off-Zustand von der Prothese. Ja? Und bevor ich jetzt hier auf die einzelnen aktuellen Arbeiten eingehe, würde ich gerne mit euch diese zwei unterschiedlichen, oder würde ich kurz mal das Thema einführen. Und zwar Arbeiten, die nur eine Muskelgruppe verwenden oder einen Muskel verwenden, benutzen auch nur eine einzige Elektrode. Ja? Das sieht man hier schematisch dargestellt. Eine einzige EMG-Elektrode, das heißt, wir haben nur einen einzigen Kanal. Und mit Hilfe von diesem Signal, also mit Hilfe von diesem EMG-Sensor oder EMG-Elektrode, können wir die Muskelaktivierung von diesem Muskel abgreifen. Und diese Muskelaktivierung, das ist der Verlauf, der blaue Verlauf hier. Und was man so macht bei diesen Ein-Elektroden-Systeme bzw. Systeme, die einen einzelnen Muskel oder eine einzelne Muskelgruppe verwenden. Was kann man damit machen? Naja, man kann ja so Schwellwerte definieren und sagen, okay, wenn, natürlich muss man das analysieren, wenn praktisch diese Muskelaktivität über einen Schwellwert 2 ist, ja, dann ist die Hand auf. Ja, das entspricht so Hand auf, das ist Zustand Hand auf. Und wenn diese Muskelaktivität über einen zweiten Schwellwert, also hier Schwellwert 1, dann ist die Hand zu. Ja, also da sieht man, also man hat diese Zuordnung, zwei Schwellwerte. Wenn die Muskelaktivität überhalb Schwellwert, dann ist die Hand auf zum Beispiel. Und je nachdem natürlich, welche Muskelgruppe man verwendet, aber man wählt in dem Beispiel hier, also wenn die Muskelaktivität über Schwellwert 2, dann ist die Hand auf, über den Wert, über Schwellwert 1, dann ist die Hand zu. Und wenn dazwischen ist, also wenn die Muskelaktivität weder hier unter Schwellwert 2 noch zwischen Schwellwert 1 und Schwellwert 2, also wenn was ganz anderes da ist, Entschuldigung, also wenn es unter Schwellwert 2 ist, dann bedeutet die Handprothese soll eigentlich den aktuellen Zustand halten. Ja, also wenn es zu war, dann soll es zu bleiben. Wenn es auf ist, dann soll es aufbleiben. Man kann sich vorstellen, das ist natürlich jetzt nicht so trivial. Also stellt euch mal vor, ihr wollt ja so eine Hand auf diese Art und Weise steuern. Das heißt, man muss zunächst mal die Muskel kontrahieren, ein bisschen kontrahieren, dann geht die Hand auf, dann stärker kontrahieren, dann geht die Hand zu und dann, aber man kann ja keine weiteren Sachen wählen. Also stellt euch mal vor, die Hand könnte jetzt ein Dreifingergriff, ein Powergriff, ein lateraler Griff. Wie soll ich das wählen mit nur einer einzigen Elektrode? Naja, also das war so der Anfang und dann hat man gesagt, na gut, wir verwenden zwei Muskelgruppen oder zwei Elektroden, um zum Beispiel immer die gegenseitige Aktion, also die Gegensatzaktion zum Beispiel zu identifizieren. Und da sieht man hier, da hat man zwei Elektroden, einmal hier und einmal hier und kann man eigentlich hier, also hier haben wir eine Elektrode und drei Zustände und hier können wir sofort wissen, hier die Hand ist auf, ja, mit Hilfe von diesen zwei Signalen. Mit Hilfe von diesem ersten Signal, ja, Hand ist auf und mit Hilfe von dem zweiten Signal, die Hand soll zugehen oder ist zu. Ja? Das heißt, auf die Art und Weise kann man tatsächlich mehr machen. Ja? Man könnte sich vorstellen, dass man Kombinationen von diesen zwei Signalen nutzen kann, um mehr Funktionalitäten zu realisieren.
Und das waren so die Ursprünge oder die Anfänge der Forschung auf dem Gebiet. Und wenn man das Ganze jetzt hier aus Signaltheorie-Sicht oder aus Informatik-Sicht anguckt, dann sieht man, naja, da kann ich ja eigentlich mit Methoden der Mustererkennung viel mehr erreichen als nur diese drei Zustände oder nur hier auf und zu. Ich kann nämlich Folgendes machen. Ich kann jetzt hier nicht nur zwei Elektroden nehmen, sondern ich kann so ein Armband mit EMG-Elektroden nehmen, also 18 EMG-Elektroden, die natürlich bei der Handprothese dann in dem Socket oder auf dem menschlichen Körper, aber richtig integriert dann in dem Socket angebracht und richtig positioniert sind. Aber schematisch dargestellt, wir haben so ein Armband mit mehreren EMG-Elektroden, und zwar Oberflächen-EMG-Elektroden. Und natürlich macht man Signalverarbeitung. Ja, da gibt es Filtern, Reduktion von Rauschen und so weiter und so fort. Aber dann kann man zum Beispiel mit Hilfe von Methoden der Signalverarbeitung irgendwelche Merkmale extrahieren. Und wenn man diese Merkmale extrahiert, dann kann man so Klassifikatoren trainieren. Und diese Klassifikatoren hier auf der einen Seite, die würde mir sagen, oh, der Unterarm ist jetzt, oder das Handgelenk ist in der Flexion, Extensionsposition. Also ich kann auch diese zwei, und die Hand ist auf oder zu. Ja, das heißt, man kann eigentlich hier klassifizieren. Was ist der aktuelle Zustand von dem Gesamtsystem? Und basierend auf diesem Klassifikationsergebnis kann natürlich die Steuerung der Hand irgendwas machen. Ja, Hand ist auf und zu und das Handgelenk ist so, dann kann man jetzt vielleicht den Griff XY ausführen oder den anderen Griff nicht ausführen. Auf der anderen Seite will man ja nicht so diese harte oder diese diskrete Klassifikation, sondern man will eigentlich, gerade wenn man mehr Kanäle hat, will man aus den extrahierten Merkmalen nicht nur sagen, welche Zustände oder wo ist die Hand, sondern man will zum Beispiel kontinuierliche Steuerung der Hand realisieren. Ja? Und deshalb könnte man hier sagen, na gut, wir haben jetzt hier keinen Klassifikationsalgorithmus, sondern wir haben Regressionsmethoden, ja? Wo ich irgendwelche Daten habe und mein Regressionsmodell lernt für mich, mein Regressionsalgorithmus lernt für mich ein Modell, was diese Daten am besten approximiert. Also wenn wir jetzt Daten in 2D haben, wir können jetzt so die beste Gerade lernen, die praktisch diese Daten repräsentiert. Ja? Und das heißt, wenn man das hier macht, dann lernt man so Abbildungsfunktionen, und diese Abbildungsfunktionen bilden EMG-Signale oder Werte, Daten, man aus EMG bekommt, ja, egal wie viele, aus irgendeine kontinuierliche Funktion für die Hand und kontinuierliche Funktion für zum Beispiel das Handgelenk oder Unterarm. Ja? Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Wert, wo wir sagen, ja, die Hand ist nicht nur auf und zu, sondern die Hand ist so auf und so zu. Das ist eine kontinuierliche Funktion über die Zeit. Wenn ich hier bestimmte Werte EMG-Signale habe, dann weiß ich, ah, das wird abgebildet auf diesem Wert von der Funktion, die zur Handsteuerung benutzt wird. Dass ich vielleicht die Hand nur prischiebe, nur ein bisschen zumache, ja, oder aufmache oder mehr drücke bei bestimmten Eingängen, also bei bestimmten EMG-Signalen. Und das gleiche für das Handgelenk. Das ist, sage ich, bei diesen Signalen hier, bei den anliegenden EMG-Signalen hier, soll meine Hand so halb offen sein und mein Unterarm oder Handgelenk so gedreht sein, in die Richtung oder in die Richtung. Deshalb die Drehungen hier, also deshalb das hier visualisiert anhand von diesen zwei Drehungen. So, das heißt, wenn wir jetzt mehr Kanäle haben, dann können wir natürlich viel mehr machen als diese drei Zustände oder als das, was man mit zwei EMG-Elektroden machen kann. Und zwar, indem wir auf der einen Seite Klassifikation machen. Das heißt, wir haben einen Algorithmus,
der identifiziert bei uns, was ist die aktuelle aktive Funktion. Und dann kriegen wir so eine Sequenz von Entscheidungen an bestimmten Zeitpunkten, ja, die wir immer wieder updaten können. Handgelenk ist in Flexion oder Extension, die Hand ist offen oder zu und so weiter und so fort. Und diese können wir nutzen natürlich, also das sind ja Ereignisse, ja, beziehungsweise Zustände, die nutzen wir als Input, ja, für die Steuerung der Handprothese. Beziehungsweise wir lernen eine Abbildungsfunktion, die für uns diese EMG-Information dekodiert, und zwar kontinuierlich dekodiert. Ja? Also das heißt, von EMG-Signalen haben wir eine kontinuierliche Funktion, die können wir nutzen natürlich, um Steuersignale auch an die Handprothese, also unter der Voraussetzung natürlich, dass die Handprothese sowas realisieren kann. Also wenn man jetzt hier die Handprothese, die kann nur auf und zu gehen, dann haben wir nichts davon. Aber wie ich bereits erwähnt habe, man arbeitet daran, dass man Handprothese mit mehr Freiheitsgraden individualisiert, personalisiert und auf der anderen Seite natürlich mehr als zwei EMG-Elektroden, um multifunktionale Steuerung von diesen Handprothesen zu ermöglichen. Das heißt, die zwei Strategien, die wir hier haben, sind einmal Klassifikation, wie ich bereits erwähnt habe. Wir identifizieren bestimmte Bewegungsmuster, die aber in Sequenz erfolgen. Das heißt, die limitieren auch so eine multifunktionale Steuerung. Man sieht hier, die Hand ist offen, die Hand ist oder die Hand soll aufgehen, soll zugehen. Der Unterarm soll in die Pronation-Richtung beziehungsweise in die Supination-Richtung. Aber diese Ereignisse, die können nie gleichzeitig stattfinden. Das heißt, einmal drehen, dann aufmachen, dann zu Objekt wahrscheinlich greifen, dann andersrum drehen und dann wiederum in die erste Richtung drehen. Das heißt, es ist eine Sequenz von Aktionen, die hintereinander kommen. Wenn wir tatsächlich uns vor Klassifikations wenn wir klassifikationsbasierte Methoden auf EMG-Signale anwenden wollen. Aber wenn wir regressionsbasierte Methoden einsetzen, dann natürlich können wir unterschiedliche Bewegungen zum gleichen Zeitpunkt identifizieren, und das ist, was wir wollen. Also wir wollen nicht jetzt, dass wir den Unterarm zunächst mal drehen und dann die Hand aufmachen. Wir können gleichzeitig den Unterarm drehen und wir können gleichzeitig den Unterarm drehen und die Hand aufmachen. Ja? Und man sieht hier durch diese simultane Schätzung vom Zustand oder von dem Input hier, von diesem EMG-Input, haben wir immer eine Abbildung auf kontinuierliche Funktionen. Also das ist die Funktion, die zum Beispiel Zustand der Hand, also Freiheitsgrad 1, also wenn man jetzt nur auf und zu, das ist damit gemeint, dass nicht ein Gelenk der Hand, sondern das ist der erste Freiheitsgrad, den man steuern kann, also Öffnungswinkel der Hand. Und der zweite Freiheitsgrad ist zum Beispiel Drehung vom Unterarm oder Drehung von dem Socket, ja, an dem die Handprothese angebracht wird. Und man sieht hier, das sind jetzt nicht nur Themen, wie bringt man Elektroden am menschlichen Körper, sondern das sind tatsächlich Themen des maschinellen Lernens, natürlich des maschinellen Lernens, natürlich der Signalverarbeitung. Und das ist, wo heute die Forschung im Hinblick auf semiautonome Steuerungen für myoelektrischen Handprothesen basiert. Ja, beziehungsweise passieren muss und soll, ja, dass man sich Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich? Und wenn ich jetzt multifunktionale Steuerung und semiautonome Steuerung von Handprothesen haben will, dann muss ich mich viel mehr in Richtung von regressionsbasierten Steuerungsmethoden bewegen. Oder eine Kombination von beiden. Ja, natürlich kann man sich hier Gedanken darüber machen, wie Klassifikation und Regression sich gegenseitig unterstützen können.
Aber das ist nicht alles, was auf dem Gebiet passiert. Wenn es darum geht, tatsächlich, dass eine Person, ein Prothesenträger, Prothesenträgerin, eine höhere Akzeptanz von der Prothese oder ihrer Prothese oder seiner Prothese hat, dann gibt es noch eine ganze Menge von Forschungsfragen, mit denen man sich heutzutage beschäftigt. Zum Beispiel, wie kann man dem Nutzer haptisches Feedback geben? Ja, also ich meine, wenn es darum geht, jetzt ein Objekt zu greifen, ja, und die Hand ist jetzt hier, die Hand ist jetzt in der Nähe von diesem Objekt, dann sehe ich als Person, ja, das Objekt nicht mehr. Ich weiß nicht, wann überhaupt die Hand das Objekt berührt. Für uns Menschen, das ist ja Trivialität, aber für einen Prothesenträger nicht. Und deshalb ist es interessant oder es ist ganz wichtig und woran man heute forscht, wie kann man haptisches Feedback an den Nutzer zurückgibt. Beziehungsweise, wie kann diese Art der Rückkopplung erfolgen? Man, natürlich, das ist keine Trivialität oder keine einfache Aufgabe, aber man könnte sich vorstellen, über Vibrationsmotoren oder Elektrotaktile Stimulation, dass man an der Haut elektrotaktile Stimulationssensoren oder Aktoren eigentlich integriert, die dieses Feedback an den Benutzer bringen. Andere interessante Forschungsthemen ist der Einsatz von Augmented Reality, um auch diesen Feedback für den Benutzer zu geben. Also man sieht hier Augmented Reality für zusätzliches Feedback, dass der Benutzer sieht eigentlich, was gerade ist, wo ist die Hand relativ zum Objekt jetzt, indem diese Informationen über die Szene, über Augmented Reality Brillen dem Benutzer projiziert werden. Oder wir haben es bei der Armprothese gesehen, wenn man diese Handprothesen oder allgemein diese prothetischen Systeme testet, dann ist natürlich ein Testen in der virtuellen Realität oder zeigt, dass oder aktuelle Forschung zeigt, dass die virtuelle Realität oder das Testen und Spielen mit diesen prothetischen Geräten in der virtuellen Realität auch entscheidend ist für den Benutzer. Das heißt, dass der Benutzer anfängt, tatsächlich in der virtuellen Realität hier die Hand so zu steuern, um diese Objekte zu greifen, bevor man mit dem echten System arbeitet. Und das führt dazu, dass die Trainingszeiten mit dem echten System verkürzt werden, beziehungsweise vielleicht auch effizienter gestaltet werden können. Also es ist ein sehr aktives Forschungsthema und da wollen wir schauen, ganz konkret, wie wird es heutzutage gemacht? EMG, Greifsteuerung oder Grasp Control von myoelektrischen Händen. Wir wissen, es gibt auch kommerziell verfügbaren myoelektrischen Händen. Und diese myoelektrischen Hände, die werden meistens mit zwei EMG-Elektroden angesteuert. Und wie jetzt aus den letzten Folien klar geworden ist, ich kann dann unterschiedliche EMG-Signalmuster extrahieren und die unterschiedlichen Techniken, die man hier sich vorstellen kann, eingesetzt werden, sind einmal so eine Einzelkontraktion, also man verwendet die Kontraktion von einem isolierten Muskel oder einer isolierten Muskelgruppe, also am Arm oder auch eine Muskelgruppe, was man mit TMR isoliert hat. Oder die zweite Strategie ist Kokontraktion, das heißt, dass man die Kontraktion von zwei Muskeln oder Muskelgruppen betrachtet, um Steuersignale zu generieren. Und man kann sich vorstellen, natürlich die Synchronisation der Kontraktion, ob die Kontraktion von dem einen Muskel zuverlässig detektiert wird. Also man muss beide immer detektieren, damit man diese simultane Kontraktion realisiert. Und deshalb gibt es zum Beispiel weitere Techniken wie Safety Co-Contraction, also um beispielsweise basierend auf der Co-Kontraktion von zwei Muskeln etwas weiteres zu machen, wenn ich jetzt zwei Muskeln kokontrahiere,
und ich will bestätigen, dass es tatsächlich erfolgt ist, dann muss man jetzt bei, muss man, oder macht man das so bei dieser Safety Co-Contraction so, dass diese Co-Kontraktion bestätigt wird bei einer zusätzlichen Einzelkontraktion. Also man macht eine Co-Kontraktion von den zwei Muskeln, und um zu bestätigen, dass das passiert ist oder korrekt ist, muss man anschließend eine Single-Kontraktion machen. Dann gibt es Impulse-Switching, also kurze Kontraktionsmuskeln von einem isolierten Muskel, also mehrere aber Kontraktionen, damit diese Kontraktionsimpulse erfolgen. Oder es gibt Hold Open, das heißt, man hat eine sehr starke Kontraktion von einem bereits kontrahierten Muskel nach der Bewegung wenn die Bewegung der Prothese beendet ist. Und normalerweise verwendet man für das Öffnen der Hand, und deshalb heißt Hold Open, also halte die Hand offen. Oder vierkanälige Steuerung, das heißt, man kontrolliert zwei Freiheitsgrade bei einer Elektrode. Eine ist aktiviert bei einem starken Impuls und die andere bei einer schwach zunehmenden Kontraktion. Und Hand öffnen und schließen ist meistens bei den myoelektrischen Händen mithilfe von Single-Kontraktion, von der Single-Kontraktionsstrategie, wird mithilfe von der Single-Kontraktionsstrategie realisiert. Ja, gucken wir ein paar kommerziell verfügbaren Handprothesen und wie diese EMG-Steuerung dort realisiert ist. Man sieht hier Michelangelo das Switchen zwischen zwei Griffen mit Co-Kontraktion. Bei B-Bionic Hand das Switchen mit Co-Kontraktion oder Hold Open. Und bei iLimb, man sieht hier auch das Wechseln zwischen zwei vordefinierten Griffen, auch mit Hilfe von Co-Kontraktion, also wo zwei Muskeln oder Muskelgruppen Hold Open oder wiederholt die Einzelkontraktionsmuster, also diese Impulse, die man da schicken soll. Und weitere Strategien, also zum Beispiel hier zusätzliche Muskelsignale können definiert werden, um zwischen weiteren Griffen zu unterscheiden. Ja, also damit man nicht nur zwischen zwei Griffen, sondern vielleicht eine größere Anzahl von Griffen unterscheiden kann. Bei der Hero-Hand verwendet Hold Open. Vincent Systems, das Wechseln zwischen zwei Griffen mit Hilfe von Co-Kontraktion und alternativ eins oder zwei Einzelkontraktionen, gefolgt von einem längeren Signal oder längeren Kontraktion, können auch verwendet werden, um andere Griffe zu realisieren. Genau, das habe ich ja eigentlich mehr oder weniger erklärt. Da brauche ich jetzt hier nicht mehr drauf einzugehen, sondern wir wollen ja kurz gucken oder damit anfangen, wie man eine semiautonome Steuerung jetzt hier basierend auf myoelektrischen EMG-Signalen oder zusätzliche sensorische Informationen realisieren kann. Wie ich bereits erwähnt habe, wir haben jetzt mehrkanälige EMG, also wir können mehrkanälige EMG-Systeme benutzen. Wir können, wie wir gleich sehen werden, visuelle Informationen, Augmented Reality auch einsetzen, aber ein User-Friendly Control, also ein effortless und ein intuitives Control von Prothesenhänden, ist nach wie vor nicht gegeben. Und meistens ist vor allem das Wechseln zwischen unterschiedlichen Grifftypen sehr unnatürlich. Also zum Beispiel bei vielen Handprothesen mit Daumen, der nicht aktuiert ist, muss der Benutzer den Daumen klappen, damit er jetzt beispielsweise einen Kraftgriff realisieren kann.
Oder vielleicht muss man einen Knopf oder einen drücken, damit überhaupt ja ein Wechsel zwischen zwei Zuständen erfolgen kann. Und das kann so nicht sein, denn zum Beispiel in der Robotik sind wir weiter, also in der humanoiden Robotik. Wir können, ein Roboter kann selber basierend auf Kontextinformationen, auf Szeneninformationen Griffe auswählen. Der Roboter kann oder mit Methoden des robotischen Greifen kann man die Erfolgswahrscheinlichkeit von einem Griff im Voraus auch bestimmen. Man kann die Stabilität oder die Qualität von einem ausgewählten Griff quantifizieren. Man kann vielleicht Griffe mit der höchsten oder mit der besten Qualität auswählen, bevor man sie ausführen. Und die Frage ist, wie viel davon kann man tatsächlich in die Prothetik transferieren? Und bevor wir anfangen hier, es geht nicht nur um die Prothetik, sondern es geht um alle Systeme, die mit Hilfe, also assistive Systeme des Menschen, die mit Hilfe von Biosignalen angesteuert werden sollen. Also ich fange hier kurz mit einer Arbeit, wo es darum ging, eine Person, die behindert ist, die Arme nicht benutzen kann, nach Schlaganfallpatienten mit robotischer Unterstützung hier zum Beispiel den Alltag wieder am aktiven Leben teilnehmen, zum Beispiel der Roboter das Wasser reicht, ja. Und da sieht man hier, ohne auf die Details einzugehen, egal welche biologischen Signale man hier verwendet, ob es jetzt EMG, EEG, implantiert, invasiv, nicht invasiv. Aber es wäre interessant eigentlich, wenn man etwas von dem, was man in der Robotik hat und was so fast Standard ist, also zum Beispiel, was sind die besten Griffe hier für diese Tasse? Ja, für diesen Roboterarm. Und die Prothese ist ja eigentlich nichts anderes als ein Roboter, ja. Und man kann zum Beispiel mit Hilfe von so Reachability Maps oder Erreichbarkeitsanalysen kann man, beziehungsweise weiteren Betrachtungen, kann man hier oder weiß man eigentlich, dass bestimmte Positionen der Hand sehr gut geeignet sind, um diese Tasse zu greifen, und andere sind vielleicht nicht so toll. Also zum Beispiel, je näher das Objekt ist, zum Beispiel hier diese grünen Punkte, die sind gute Positionen, um das Objekt zu greifen. Blau ist weniger gut und rot passt gar nicht. Eigentlich sollte man vermeiden. Und wenn man jetzt hier diese Informationen mit einbindet, dann braucht eigentlich der Benutzer jetzt sich nicht um jede Kleinigkeit zu kümmern, sondern das System, also das technische System, würde eins von diesen besten wählen, und der Benutzer kann vielleicht, wie ich bereits erwähnt habe, bestätigen oder ablehnen. Das ist nur ein, sag ich mal, eine Motivation in das Thema, aber wir werden schauen, wie wir tatsächlich das jetzt für eine Handprothese ganz konkret machen. Und zwar, wir haben ja von Augmented Reality gesprochen. Ich habe ja Kontextinformation oder Szenenwissen erwähnt, und das ist eine Apfel, die gegriffen werden soll. Und ich wusste nicht eigentlich, warum ein Benutzer über EMG, EEG oder irgendetwas überhaupt anfangen soll, jetzt einen Griff für diesen Apfel oder für eine Flasche und so weiter mal zu generieren, indem er Co-Kontraktion, einen Puls von Kontraktion, Single-Kontraktion, Hold Open, das kann man doch alles, ja. Das kann aus technischer Sicht eigentlich, das ist schon ein gelöstes Problem, wenn man diese Information hat über die Szene, zum Beispiel visuelle Information. Das heißt, wenn zum Beispiel der Benutzer hier Kameras hätte, ja, dann könnte er diese visuelle Information haben. Noch besser ist, wenn die Handprothese eine Kamera hat, wie die wir entwickelt haben. Dann brauchen wir nicht mal eine Kameras in den Brillen von dem Benutzer mal anzubringen. Klar, Feedback muss der Benutzer bekommen. Das heißt, indem wir vielleicht den aktuellen Zustand über den Griff, was für Griff ausgewählt wurde, wie groß soll die Hand aufgemacht werden und so weiter,
Wenn man, das wird jetzt dem Benutzer hier über eine AR-Brille projiziert, aber vielleicht kann man das direkt auf der Hand mal, auf diesem Display von der Hand mal anbringen. Ja. Wir werden sehen, was bringt das eigentlich, wenn man jetzt hier diese Zusatzinformationen dem Nutzer zur Verfügung stellt, führt das zu einer effizienteren oder intuitiveren Steuerung der Handprothese? Wie äußert sich das und wie gut ist das eigentlich im Vergleich zu einer reinen myoelektrischen Steuerung ohne dieses zusätzliche Wissen? Aber wir hören jetzt hier auf und wir machen dann das nächste Mal mit Augmented Reality for Grasping with Prosthetic Hands. Tschüss und eine schöne Woche.